Hallo ihr Lieben, Euge, Cecilio und herzlich willkommen zurück zu The Legacy of Kain, Part 2, Soul Reaver. Wir sind hier in Mechias Dungeon und sind ziemlich weit gekommen, haben viele Plagschieber-Rätsel gehabt und naja, mussten diesen Aufzug in Gang setzen und letzten Endes die Fackeln an der richtigen Position bringen, damit er sich noch weiter senkt. So, jetzt kommen wir komplett in den Untergrund. Hier gibt es natürlich den ultimativen Showdown. Ich hoffe nicht direkt da, weil normalerweise ist immer kurz vorm Boss noch so eine Warp-Tür. Ich hoffe, die finde ich jetzt noch. Wenn nicht, werde ich das natürlich nur nachholen, weil die Warp-Tür hätte ich schon gern gefunden. Not gonna lie. Finden wir hier die Tür oder wo führt mich das jetzt hin? Warum ist das so seltsam? Ach so, es führt mich einfach wieder hoch. Scheinbar gibt es ja auch gar keine Warp-Tür. Wundert mich aber. Na gut, der Mechia-Dungeon sich hat ja schon eine Tür. Oh Gott, ich bin fast vom Verrecken. Vielleicht hätte ich mich nur heilen sollen. Egal. Gott, guck mal, wie tief das unter Erde geht. Der Dungeon war ja schon die ganze Zeit so Katakomben-like aufgebaut. Das hier ist halt noch was anderes. Oh nein, Leute. Macht euch auf eine richtig coole Cutscene gefasst. Und jetzt kommt dieser mega geile Boss-Track. Sieht aus wie ein Kolosseum. Zeig dich, Kreatur. Tolle Begrüßung. Erkennst du mich nicht, Bruder? Habe ich mich so verändert? Melchior? Ja, Bruder. Du hättest bleiben sollen, wohin dich der Gebieter schickte, Raziel. Du wirst feststellen, dass Norsgott weniger angenehm ist, als du es in Erinnerung hast. Was ist aus meinem Clan geworden? Antworte mir, kleiner Bruder, oder ich prügle die Antwort aus dir heraus. Alle fürchten sich, mein Bruder. Du bist erwacht an einer Welt der Furcht. Diese Zeiten der Veränderung bringen alles so durcheinander. Glaubst du, ich verspüre kein Ekel vor dieser Gestalt? Glaubst du tatsächlich, dass unser Gebieter sein Reich für das Erbe eines Emporkömmlings riskieren würde? Genug Rätsel, worauf willst du hinaus? Du bist der Letzte, der sterben wird. Und damit geht's los. Jetzt kommt der mega coole Boss-Strike. Ja, mich hier kann man nicht verletzen. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass jeder Boss ein Rätsel ist. Guck mal hier. Voll schwer zu sehen. Geht's hoch. Hier ist ein Schalter. Können wir jetzt betätigen. Jetzt haben wir hier das Gate. Ihr seht schon, der kann durch Gitter durch. Ich habe schon viele Lebensupgrades gesehen, die bei den Gittern waren. Beziehungsweise hinter Gittern waren. Und so macht man ihnen Schaden. Ich könnte es wiederholen mal jetzt und das war der Boss. Wirkt jetzt für euch wahrscheinlich voll lame, voll easy. Ja, aber man muss auch erstmal drauf kommen. Hättet ihr das gewusst, dass man hier einfach so durch die Nische kann, weil das Spiel ist ja dunkel, weil die Random Distance damals nicht so gut war und das macht den Bosskampf so tricky. Ich finde das voll cool. Oh, das ist einfach nur so ein Fleischsack. Leute, das ist Mechia, der Gestaltenwandler. Das Ding ist, das ist wie bei Dark Souls, dieser Fleischsack. Bei Dark Souls 2 im Untergrund, in diesem grünen Bereich, gab es so einen Fleischsack und der bestand aus ganz vielen verschiedenen Körperteilen. Und das ist hier irgendwie auch so bei mir. Hier ist halt der Gestaltenwandler. Hallo, Raziel, bitte. Um sich am Leben zu halten, nimmt er halt andere Körper, absorbiert die und macht die zu seinen eigenen. Was war das Ding? Oh shit, ich hab was vergessen. Wisst ihr, was ich vergessen hab? Mich hier. Ja, also ihr seht schon, das ist jetzt natürlich der ultimative Finish. Das Problem ist, wo ist der Typ eigentlich? Der folgt einem noch in die Spektralwelt. Also ins... Gott, wo ist der? Ich krieg langsam echt Angst. For real. Da bist du. Oh Gott, warum bist du da oben? Also die einzige Chance, den zu töten, ist, in die Mitte reinzulocken. Dafür, dass er so fett ist, ist er relativ schnell.
da reinzulocken und dann halt den Hebel runterzulassen. Das ist der ultimative Finisher. Also Rasier wird jetzt zum Henker. Ich finde den Boss so toll. Ich hoffe, der ist jetzt da drin. Komm ich hier, du willst drauf. Sag mir, Melchior, wo finde ich keinen? Der Gebieter ist unerreichbar für dich, Rasiel. Er zeigt sich, wenn er dies für richtig hält, nicht auf dein Verlangen. Das ist die gleiche Stimme wie Garrosh? Du bist ja was von Garrosh. Von der Raffstone. Leute, nicht so schwach an der Affen. Ich stehe ja voll auf sowas. Aber ich bin eh ein komisches Girl. Ich stehe auf Horrorfilme und sowas, so brutale Sachen. Zor bin ich auch voll das Fangirl von. Das könnte Falle von Zor sein. Er wurde einfach zerfleischt und... Oh Gott. Also wäre er noch ein edler Vampir gewesen, wäre es auf jeden Fall nicht die tollste Art zu sterben. Das hast du gut gemacht, Rasiel. Bin ich so tief gesunken? Bin ich verteufelt? Ein Brudermörder? Aufgestiegen bist du, Rasiel. Nicht gesunken. Mit Melchias Seele bist du um eine Gabe reicher. Barrieren wie diese sollen dir deinen Weg auf der spektralen Ebene nicht verstellen. Konzentriere deinen Willen darauf, sie zu durchschreiten. Und es wird geschehen. Ja, wie bei Mega Man oder bei anderen Spielen, man absorbiert quasi die Bossfähigkeit. Ich weiß gar nicht, Mega Man ist halt, glaube ich, das populärste Beispiel davon. Bossfähigkeit absorbiert. Das kann man auch durch Gitterstäbe durch, aber nur in der Spektralwelt. Was ein bisschen nervig ist. Übrigens, in Soul Reaver 2 und auch in Defiance behalten wir die ganzen Fähigkeiten, die wir hier bekommen. Oh Gott, der arme hier. Der arme hier. Und Rasiel hat jetzt schon ein bisschen Zweifel. Von wegen dieser Rachefeldzug. Er hat ja schon Zweifel, ob das das Richtige ist. Einfach seine Brüder zu töten, kann das mit einem Gewissen vereinbaren. Er hat jetzt schon echt erhebliche Zweifel. Das ist ganz cool, diesen Charakter-Change zu sehen. Aber natürlich der ältere Gott, der befürwortet das. Ja, was mit dem älteren Gott auf sich hat und warum der die Vampire totzählen möchte, das wird noch alles geklärt, aber nicht in diesem Spiel. Jetzt freue ich mich natürlich, komme ich hier wieder weg. Ist das der Ausgang? Ich glaube schon. Einzige Möglichkeitszeit, unsere neue Fähigkeit zu nutzen. Und mit dieser neuen Fähigkeit gibt es... Warum ist ihr ein Dings? Hindurchschreien. Ja. Wie? Wie? Pfeil nach oben. Mach ich. Er macht es nicht, Leute. Ach so, okay. Richtig lang gegen Steuern. Ja, wir können jetzt schon 4 Upgrades holen, backtracken. Aber ich mache das erst, wenn wir keinen getroffen haben. Weil jetzt müssen wir wieder zu Kane in den Palast. Ich weiß gar nicht, wer uns das jetzt sagt. Ich glaube auch der ältere Gott. Und dann machen wir das. Also alles zu seiner Zeit. Oh Gott, wie komme ich jetzt wieder zurück? Hallo, ich will raus aus der blöden Spektralwelt. Och nö. Spektralwelt hat ja auch eine andere Farbe, das ist alles so ein bisschen bläulich und ihr habt das wahrscheinlich schon alles gemerkt. Ich finde das voll cool, aber in der Spektralwelt, to be honest, fühle ich mich irgendwie immer unwohl. Ich weiß nicht warum, aber hier will ich irgendwie nie sein. Sag mal, wo ist denn hier jetzt ein Portal zurück? Ich glaube, es war hier auch ganz versteckt. Guess what? Rätsel. Ganz Dungeon-Rätsel, da brauchst du mal ein Rätsel. Zeit für weitere Rätsel. Das ist jetzt kein Scherz, ne? Das ist wirklich ein Rätsel. Haben wir hier nicht irgendwo meinen Block rausgeschoben? Ich bin die schlauste und tollste Gamerin ever. So, und ich glaube, hier werden wir fündig. Also, wir können mir sagen, was ihr wollt, ich bin schon ein kleines Genius. Zumindest manchmal. Ja, bitte kennt ihr das Spiel ja auch, sind sie halt. Ja, 1000 Jahre her. 1000 Jahre her. So wie Rasiels Schicksal und die Ereignisse von Bloodorm. Wie gesagt, 1000 Jahre nach Bloodorm. Gut, jetzt sind wir in der richtigen Welt. In der materiellen Welt. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wie komme ich hier am schnellsten wieder raus? Ich meine, keine Lust jetzt den ganzen Dungeon nochmal abzulaufen. Und ihr wahrscheinlich auch nicht.
ist denn das für Mist? Hä? Wait, die Hälfte des Dungeons müssen wir ja gar nicht ablaufen, weil das war ja nur für einen Block. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder draußen sein. Das ist echt so intelligent, so wenig backtracken muss. Geh zu Clans zurück, Raziel. Durch welcher Seele hast du die Möglichkeit, dort hineinzugelangen? Doch nimm dich in Acht. Diese Ruine ist zwar verlassen, nicht aber unbewohnt. Das wissen wir, das sind die ganzen Boomer-Leute. Der Witz ist, ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir... jetzt sterben. Nee, ich glaube, dass hier was war. Eventuell war hier sogar schon ein Lebensupgrade oder die erste Glyphe. Ich will die erste Glyphe holen. Schlimmstenfalls hole ich die erst nach dem Palastbesuch. Ich will eigentlich immer eine Glyphe euch zeigen. Weil ihr seht ja in diesem Menü, wo man zur Spektralwelt überlaufen kann. Ach guck, da haben wir schon ein Gesundheitsupgrade. Da kommen ja später noch Sachen und sag mal, warum sind... Oh, ich hasse diese Gegner. Struggs mag ich überhaupt nicht. Weil die einfach nur abhauen. Die wollen gar nicht mit mir kämpfen. Gut, habe ich auch keine Lust auf die. Ich will auf jeden Fall die Glyphe haben. Hey, wir wollen jetzt das Gesundheitsupgrade. Hey, ich stand eben noch davor. Oh, ist das krank hier. Hier. Komm schon, Rastel. Okay, dies durch Wände gehen, muss nochmal üben. Mit diesen Artefakten stärkst du dein Durchhaltevermögen und kannst deine materielle Manifestation länger aufrechterhalten. Sammle 5, um das Emblem zu vervollständigen und deine Kraft zu stärken. Ist der Fall von Zelda geklaut. Ja, das sind quasi so die Herzteile. Wie in The Legend of Zelda Twilight Princess. Rasier, bitte. Braucht man 5 Stück dafür, um sein Lebensleistung zu erweitern. Und wie viel das letztendlich bringen wird, wenn wir dann noch später rausfinden. Ich glaube, wenn wir den Palastbesuch hinter uns gemacht haben, wo der ältere Gott uns jetzt hinschickt, der mysteriöse Gönner. Ich muss das wirklich üben. Irgendwann werde ich die Meisterin da drin sein. Wo der uns jetzt hinschickt, nach den Ereignissen, können wir, glaube ich, insgesamt 4 Upgrades holen. Bedeutet, wir können die Lebensleistung schon weiter. Bevor wir in den nächsten Dungeon gehen. Und ihr seht ja, hier ist das Menü. Und ja, wow, what is this? Ich glaube, wir sind schon, ich hoffe, wir sind schon richtig. Hier gibt es, glaube ich, schon Glyphen. Ich werde es herausfinden. Das ist nur Braptors Höhle. Ist auch so ein Wächter der Säulen. Nubrapta war auch einer der Wächter von Nusgott-Säulen. Ja, Nubrapta war voll random. Er ist einfach da in so einer random Höhle, aber hey. Jetzt frage ich mich natürlich, was ist hier zu tun? Gute Frage, oder? Ich glaube, ich frage mich das zurecht. Kann ich das verschieben? In der Tat. War auch zu auffällig, diese Obelisken. Obelisken der Peiniger. Und ich kann euch sagen, diese Glyphen, die werden richtig schwer. Die haben die heftigsten Rätsel. Also Soundglyphe, die es noch später gibt. Was die Soundglyphe nicht? Was war die Sonnenglyphe? Puh, da musst du echt um die Ecke denken. Mach die Augen auf. Gott. So Laseraugen oder was mit dir nicht richtig? Es sieht so cool aus. Es sieht so cool aus. Ey, für damals, das war einfach so awesome. Gut, und das... Ja, ich habe die Animation jetzt verstanden. Erst fand ich die Animation cool und habe ich mich direkt schon satt gesehen. Sehr gut. Das ist unsere erste Glyphe, also so richtig leicht zu bekommen. Später brauche ich wahrscheinlich 2-3 Parts für eine Glyphe. Hast du diese Glyphs einmal erworben, erlangst du durch sie Kunde über die Elemente. Doch jeder Zauber kostet dich Energie. Verwende diese Fähigkeiten sparsam und mit Bedacht. Ja, aber das ist ja eine schwache Glyphe. Da oben sehen wir jetzt 2, oben links. Und naja. Jeder Einsatz kostet Zauberkraft. Finde ich voll... Guck, 1 von 2. Finde ich voll blöd, das sind später in Soul Reaver spielen, beziehungsweise Legacy of Kain spielen.
dass es das nicht mehr gibt. Sorry, O2, keine Glyphen. Defiance, keine Glyphen. Also das System gibt's leider nur hier. Guten Abend, Raptor. Ich glaube, du hast mir nichts mehr zu sagen. Ciao. Bye, bye. Das ist doch cool. Haben wir schon eine von den Glyphen. Ich muss auch einmal kurz schauen. Ihr seht ja, wie viel es ungefähr gibt. Ja, okay. Das dauert noch. Ich weiß gar nicht mehr, welche Glyphe das ist. Hat er jetzt auch nicht gesagt, ne? Okay, ich muss fehlig gedrückt halten. Okay. Okay. Hab ich Bock auf die Schlurks? Ja, das Blöde ist, ich muss sie töten. Weil sonst komme ich ja nicht mehr in die materielle Welt. Die Frage ist aber so, wie komme ich jetzt wieder aus dem riesigen Teich raus? Das ist mir nicht ganz ersichtlich. Mobbing! Wir mobben die Schlurks. Lasst mich raus! Ich will nicht in die komische Spektralwelt. Ich glaube, hier kommen wir raus. Hier müssen wir wieder beim See sein. Weil mir ich hier aussehe. Ist hier vielleicht noch was? Ich rushe gerade zu sehr. Das gefällt mir nicht. Ich bin noch eine gründliche Spielerin. Also bleibe ich auch meiner Linie treu. Das war von daher gekommen, Leute. Das ist so verwirrend. Und ich bin hier so ein Girl, was ich überhaupt nicht orientieren kann. Ich gehe da jetzt einmal gucken. Sorry. Weil ich die Wege doppelt und dreifach laufe. Willkommen auf den Kanal. Willkommen auf diesem Kanal. Oder bin ich jetzt wieder ein Raptor? Hopp. Hopp. Nee. Soll ich was sagen? Ich glaube, er geht jetzt direkt zur nächsten Glyphe, aber wir können ja nicht klettern. Das ist aber cool, dass ich das gefunden habe. Okay. Wenn ich hier sehe. Weiterlaufen, einmal Ehrenrunde drehen und dann klettern können. Ich glaube, geht's zur nächsten Glyphe. Töten die sich gerade gegenseitig? Tötet eure eigene Art. Hey, Leute, was habe ich gerade gemacht? Ich habe mich hier getötet, meinen eigenen Bruder. Ich spreche jetzt aus Rasiersicht. Der oh Gott bei jedem Raben sagt. Na. Okay. Gut. Zu nur zurück. Zurück zum Palast von Kane. Gab's da nicht? Stirb. Gab's da nicht irgendwo einen Teleporter? Ja, das wird das große Problem in Let's Play. Ich empfehle nicht eine richtige Orientierungsgruppe. Es tut mir so leid. Jetzt, wenn mich das eigentlich triggert, dass ich die Wege 100 Mal ablaufe, ja. Ich mach das nicht extra. Oh, guck. Zufällig gefunden. Nein, natürlich habe ich mich perfekt orientiert und das natürlich gefunden. Ach nee, das war dieser seltsame Weg, der durch den Teleporter ging. Okay. Hä, warum geht der jetzt nicht? Ah. Das ist das Tutorial, das ist der Vortex. Das ist Raziels Clan-Gebiet. Ich glaube, wir müssen zum Vortex. Ja. Rein in den Vortex. Ich hoffe, das ist richtig. Ich fühle mich schon wieder so unschlüssig. Oh nein, sorry. Ich fühle mich schon wieder so richtig unschlüssig. War das jetzt beim Vortex? Ich meine schon, vor dem Vortex müsste es gewesen sein. Du kamst aus dem Tutorial-Gebiet und warst direkt beim Palast. Dann kam, oh Gott, ein Rabe. Dann sind wir mit den Gang und dann waren wir schon hier. Müsste richtig sein. Ja. Und hier war ja auch tatsächlich. Oh, ich hätte ins Tutorial-Gebiet gehen müssen, hätte ich schon was holen können. Naja, egal. Ich möchte auf jeden Fall in die Spektralwelt. Ihr wisst warum. Ey! Wer hat dich denn eingeladen? Kane dich eingeladen? Mich hat er nicht eingeladen. Na gut, kein Wunder, ne? Ich bin auch nicht mehr Kanes bester Freund. Ich spreche wieder aus Rasiels Sicht. Manchmal rede ich aus meiner Perspektive und manchmal aus Rasiels. Ein bisschen verwirrend. Das Spiel ist auch für manche verwirrend, was die Story betrifft. Komm. Mach. Rasiel, mach.
Und ich glaube, das war der offizielle Weg in den Palast. Sprich, dieses Stück kann man noch gar nicht verfehlen. Seltsam. Und hier haben wir die mysteriöse orientalische Musik. I love it. Die in die Spektralwelt gar nicht mysteriös ist. Oh, den hier blöden wieder. Ich hasse euch. Die sehen echt creepy aus, oder? Die erinnern mich so ein bisschen an Kappas. Das sind Kappas, japanische Sagenkreaturen, die Kinder in Flüsse geworfen haben. Die sahen so ähnlich aus. Okay. Nein, wir sind eingeschlossen. Das ist eine Falle von Kane. Definitiv. Es ist eine Falle. Oh, ich hätte vorher noch in den Fluss schauen sollen, die blöde Kuh. Jetzt können wir direkt unsere Glyphe testen. Ich glaube, das ist nämlich die Glyphe des Schalls oder so. Komm mal her, ihr Blödmänner. Kommt her, ihr Trottel. Fangt mich doch, fangt mich doch, fangt mich doch. Bleiben die da ernsthaft nur stehen? Kann mich auch ignorieren, so ist er nicht. Die Vase werfen? Nicht nur werfen. Sag mal, bleiben die da jetzt wie angewurzelt stehen? Was soll das? Leute, egal, ich zeige euch jetzt die Glyphe. Select. Let's go. Wow. Geht baden. So kann's gehen. Ist eigentlich ein nutzloser Glyphe. Leute, Gegner nur weg, aber für diese Situation noch prädestiniert, oder nicht? Für diese Situation prädestiniert. Jetzt einfach Wasser. Schmeißen wir die rein. Perfekt. Ich will gerne wissen, was im Wasser ist, aber ich glaube, das ist nicht mehr tief. Das ist einfach nur so. Hoho, ich bin Kane, ich bin reich, ich habe einen Palast und meinen privaten Swimmingpool. Ich glaube, da war tatsächlich doch was. Leute, wisst ihr was? Ach, das machen wir nach der Begegnung mit Kane. Komm, komm her. Nein, ich habe keine Waffe. Wait, wenn ich keine Waffe habe, dann brauche ich auch gar nicht gegen die kämpfen. Ich kann hier nicht töten. Leute, ich kann hier nicht töten, ich sind ja Vampire. Ach, ist das doof. Ja, dann bleibt mir keine Gewalt, sie zu ignorieren. Ich muss ja so sein, nicht spektral werden. Gott, die Musik. Ja, ich weiß, warum Kane so ein Faible für orientalische Gewalt hat, aber das ist ja voll orientalisch. Ich glaube, der Windtempel in Soul Reaver 2 war auch so. In dem Stil. Er weiß nicht mehr genau. Werden wir dann hier sehen, Soul Reaver 2. Da ist auch auf jeden Fall auch ziemlich viel orientalische Sachen. Komm schon, musst du jetzt echt noch so eine Ehrenrunde drehen? Was war das denn? Clara geht zu Kane. Natürlich mache ich hier einen Cut. Ja. Okay. Hier mache ich einen Cut. Ich werde mal offscreen schauen, was wir noch alles machen können mit der Durchwendegehen-Fähigkeit. Ich weiß, im Tutorial-Gebiet gibt es eine Stelle, wo wir noch was bekommen können. Ich glaube, im Swimmingpool von Kane gibt es eine Stelle und dann gibt es, glaube ich, noch eine Stelle. Ich werde mich informieren und ich werde schauen. Und das werden wir dann nächstes Mal nachholen. Wenn alles holen, was wir holen können. Und natürlich den Showdown mit Kane haben. Ist das Spiel dann schon zu Ende? Das ist halt die Frage. Twitch, Rassier, Kane. Ich habe ein bisschen kurzer Spiel, ne? Wir werden es herausfinden beim nächsten Mal. Aber dann sehen wir uns auch wieder in der richtigen Welt. Cool. Da ist die Tür zu Kane. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!